Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines After Dark. Wollen wir mal starten? Moment, gehen? Ja, das hat sich auch nicht geändert. So, da die erste Folge eigentlich ganz wirklich deutlich, also sie ist viel, viel besser angekommen, als ich vermutet hatte. Ja, und dann machen wir natürlich auch gleich weiter. Die Folge wird wahrscheinlich länger sein. Es gab jetzt leider nicht so viel Rückmeldung, aber die Rückmeldung, die kam, Moment, Mikro richten, nehme ich mir natürlich zu Herzen und die Folge wird länger gehen, wird wahrscheinlich eine Stunde gehen. Zumindest habe ich das so angepeilt. Natürlich stoppe ich wie immer nicht, also das heißt, es kann plus minus ein paar Minuten sein. Auf jeden Fall eine längere Folge dann. Ja, schauen wir mal. Wie regelmäßig die Folgen kommen, weiß ich noch nicht genau. Ich überlege, ob ich das vielleicht jede Woche mache. Mal schauen, es wird die Tage auch ein Status-Update-Video geben. Beziehungsweise je nachdem, wenn diese Folge rauskommt, dann... ja, wisst ihr das vielleicht schon? Ist gerade so ein bisschen durcheinander bei mir, aber das wird man dann entsprechend... Werdet ihr dann entsprechend sehen oder vielleicht dann schon gesehen haben. Das entscheide ich dann etwas bisschen nach Lust und Laune. Gut, okay, machen wir mal weiter im Text hier. Was haben wir zuletzt gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wir haben, glaube ich, Kohle ausgegeben. Wir wollten Stoff geben. Ich glaube, nee, das war es nicht. Schulen war es, glaube ich. Ne, Kapazität. Ah, doch, die hier brauchen wir. Genau. Davon haben wir genug. Ja, 306, ne? 900 ist die Kapazität. Und hier gehen wir um Zahnfleisch. Was kostet das Ding? 24.000. Haben wir eigentlich einen Kredit mittlerweile abbezahlt? Darlehen. Jetzt zahlen. Ah, okay. Gesamt 21.000. Bleibende Zahlung. Was sind das? 400. Komm, zahlen wir jetzt zurück. Jetzt haben wir... Genau, jetzt haben wir keinen Kredit mehr. Voll am Laufen. War ja auch nur einer. Ist doch nicht so schlimm. Kann man ja mal machen. Das ist nur wie im RL, ne? Man muss halt wissen, ob man muss halt gucken, ob man es kann oder nicht. Wenn man schon, wenn man keine Kohle hat, also wenn man kein Einkommen hat, wenn man den Kredit nicht bezahlen kann, dann macht es keinen Sinn, einen Kredit aufzunehmen. Dann muss man das Problem anders lösen. Aber das ist das, was so ein paar Menschen im Leben scheinbar nicht ganz so kapieren. Klar, manchmal ist die Situation wirklich beschissen. Ich war zum Glück in der Situation so noch nicht. Die ist jetzt zwar auch nicht so super im Moment, oder seit geraumer Zeit, aber sie ist jetzt nicht so schlimm. Nur es gibt ja genug Menschen, die können so schlecht mit Geld umgehen. Die haben keine Kohle oder können den Kredit nicht finanzieren oder nicht gegenfinanzieren und nehmen einen auf und haben dann erst recht Probleme und dann wird es nicht und es wird nicht besser, es wird ja dann nur schlimmer. Weil das ist halt dann eine Spirale, ne? Dann wird es immer schlimmer. Und das ist das, was die Leute nicht kapieren. Nur weil sie, oft ist es ja so, die Leute wollen dann unbedingt irgendwas haben. Es geht ja nicht mal darum, dass die, ja, es gibt natürlich welche, die sind halt in die Scheiße geritten worden und das hat, es war wirklich blöd alles, keine Ahnung. Unwissenheit, aber oft ist es ja so, die Leute verschulden sich ja selbst. Das war ja gar nicht notwendig, sie haben es ja, ne? So. Kohle haben wir, wo bauen wir dich jetzt dran? Ne, halt, mal Straßen hier. Jetzt, genau. Was? Industrie wollt ihr? Ich kann noch keine Büros bauen. Wann kann ich eigentlich Büros bauen? Ab 7500, genau, da wird nämlich verstärkt Büro gebaut. Mehr. Was? So, also da ich. Also nochmal kurz zur Stadt. Ich, für die, die die letzten Folgen. Die erste Folge so nicht gesehen haben. Mein Ziel ist es eigentlich, die Stadt entsprechend nicht so linear und zu langweilig zu gestalten. Das Problem ist natürlich halt, wenn man die Kohle nicht hat, kann man das so nicht machen, weil das kostet ja alles mögliche Geld. So, und wenn man kein Geld hat, sowohl im Real Life als auch natürlich hier im Spiel, kann man so nichts bauen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. So, und entsprechend muss ich halt jetzt hier ein
ich nenne es einfach mal Grundgerüst bauen. Das wird letztendlich natürlich die Altstadt werden. Und dort wird das natürlich dann einfach so sein, dass ich in der Mitte einfach mal ein bisschen Grünzeug pflanze. Beziehungsweise ich muss halt auch mal gucken, dass ich mir hier entsprechende Sachen hinzufüge. Dass man da einfach mehr zur Auswahl hat. Habe ich hier eigentlich... Hier waren die Sachen. Hier sind Bäume. Genau. Ja, so bin ich auch mal so Begrünung, wie ich es in der Vergangenheit, also in der ersten Season hatte. Das werde ich natürlich auch machen. Allerdings werde ich so Sachen werde ich dann offscreen machen, weil wenn ich dann wirklich da mal 2 Stunden mit beschäftigt bin, das muss, also kann das gerne machen. Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Nur ich glaube, das ist dann auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Natürlich so Bastelsachen, also klingt blöd, Bastelsachen, wenn ich hier dann entsprechend was baue irgendwie, das wird natürlich dann aufgenommen. Nur so Begrünung, das dauert wirklich dann Ewigkeiten. Aber zurück zum Thema, dass ich werde hier, also maximal dieses ganze Feld will ich eigentlich dann als Altstadt nutzen und den Rest drumherum kaufen. Ich meine, hier ist ja später noch viel mehr. Ich habe ja die, also Mod, ich glaube den Mod drauf mit allen Zonen, das heißt, ich habe dann nachher alle 25 Zonen und wenn ich dann ein einziges Quadrat ist es ja maximal als Altstadt sehe, ist das ja nicht wirklich viel, weil ne, maximal ein 25stel der Gesamtfläche als Altstadt ist wirklich nicht viel. Nee, dann kann ich später, wenn wir auf einem gesunden, wenn wir auf gesunden Beinen stehen, sprich wenn wir Geld angehäuft haben und hier eine schöne positive Bilanz haben, dann werde ich halt, spätestens dann werde ich anfangen und die Stadt nach unseren Belieben formen. Da seid ihr natürlich dann aktiv gefragt, wenn ihr da irgendwie Vorstellungen, Wünsche habt, dann immer ab damit in die Kommentare und dann schaue ich, was ich beim nächsten Mal alles umsetzen kann, was ich auch irgendwo umsetzen möchte. Es gibt natürlich, gibt wahrscheinlich auch Dinge, die mir persönlich nicht so gefallen, aber letztendlich ist das erstmal zweitrangig, denn wir bauen ja die Stadt. Das heißt natürlich auch, wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche Mods und so weiter oder irgendwelche, hier, Zusätze für dies, für das, für jenes, hier vor allem, in den Bereichen hier, so Verzierungen und so Sachen, Pflasterstraßen, Pflasterwege und so Geschichten, irgendwas Asphaltierung und so weiter. Ich werde doch gucken, dass ich irgendwie Parks hier gestalte und so Sachen. Wenn ihr da Vorschläge habt, ab damit in die Kommentare, am besten mit Link. Beziehungsweise, es reicht ja schon alleine, dann kann ich das ja, ich muss es ja eh raussuchen und dann kann man den Krempel hinzufügen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, Moment, warte ich. Ah, genau, jetzt habe ich Kohle, genau. Die wollen halt erstmal hier gucken. Feuerwehr, ja, okay, Feuerwehr muss hier hinten dann jetzt einfach mal eine hin. Komme ich langsam nicht mehr drum herum. Genau, das sieht nämlich auch nichts aus. Kriminalitätsrate, die ist dahin. Ich überlege jetzt einfach eine zweite hier zu bauen. Was machen die Schulen? Das ist soweit in Ordnung. Grundstücke, ja, okay, gut. Dann müsste da hinten natürlich was gemacht werden. Na, was ist das hier? Platz mit Bäumen. Knallen wir sowas, knallen wir einfach mal hier hin. Ein bisschen was muss hier gemacht werden. Auch im Industriegebiet. Das sieht schon besser aus. Wie gesagt, im Moment geht es mir persönlich hier eher ein bisschen um die Effizienz, deswegen halt auch dieser langweilige Bau. Seid mir da nicht böse, das wird besser. Und da ist natürlich, seid natürlich auch ihr gefragt. Was ich definitiv nicht machen werde, das kann ich gleich sagen, das habe ich... Oh, Strom? Jetzt schon? Ay, caramba. Das habe ich bei anderen schon gesehen. Die können Ja, die können weg. Das habe ich bei anderen immer gesehen. Das war... Was wollte ich denn jetzt sagen? Das ist super, jetzt unterbreche ich mich selber. Erstmal gucken hier. Das war folgendes gewesen. Zwar, dass die alles so schön richtig getrennt haben. Also die Gebiete voneinander. Sowas werde ich nicht machen. Also dass ich dann, was weiß ich, Wohngebiete habe. Dann sind die durch eine Autobahn ab und alle möglichen abgetrennt von Gewerbegebieten, die sind abgetrennt von Industriegebieten, die sind abgetrennt von dem und dem. Seid mir nicht böse, so ein Quatsch werde ich nicht machen, weil ich halte das für lächerlich.
Weil das ist wirklich lächerlich. Dann kann ich, also, nee, sorry. Ich habe das jetzt hier natürlich gemacht, weil es am Anfang ist. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wollte ich hier nicht eine Einbahnstraße? Genau, das ist eine Einbahnstraße. Das ist auch eine Einbahnstraße, genau. Und hier hinten ist auch eine Einbahnstraße. Da ist keine. Das funktioniert auch alles. Das habe ich mehrmals schon. Ist ja nicht die erste Stadt, die ich baue hier. Das ist dann okay. Aber später wird das schon ein gewisser Übergang sein. Es ist auch irgendwie, ich finde das auch irgendwie langweilig, weil das ist unabhängig davon, dass viele so bauen, finde ich es einfach. Es hat irgendwie nichts Individuelles dann mehr. Genau, weil es halt viele machen. Ich meine, die WoW unter euch spielen, das erinnert so ein bisschen, wenn man transmoggt und irgendwie alle das gleiche moggen. Das hat dann nichts. Es ist. Selbst wenn das Set, das oder das, was man mockt, wirklich geil ist, wenn es aber irgendwie gefühlt jeder Zweite hat, ist es einfach nichts Besonderes mehr. Und dann geht auch irgendwie so die persönliche Note flöten, weil es halt so viele haben. Das ist schon ein Grund, warum ich das nicht machen möchte. Das ist das. Aber es ist auch irgendwie langweilig. Weil ich weiß nicht, was daran toll ist. Das Einzige, was ich dann wirklich, was ich persönlich wirklich toll finde, ist, wie manche die Straßenführung machen. Also die Art, also einmal die Art und Weise und dann wie sie es umgesetzt haben, also vom Optischen her und was für Parks teilweise gemacht werden. So, und da sage ich ganz ehrlich, das kann man doch alles viel länger machen. Da muss ich doch nicht irgendwie, ich sag jetzt, es ist ein bisschen dunkel, hier habe ich jetzt ein Wohngebiet, dann ist das hier abgetrennt, dann habe ich hier drüben ein riesiges Gewerbegebiet, da hinten habe ich dann irgendwie Müll in all so ein Krempel, also, achso, ich sehe den Cursor nicht. Oder? Seht ihr den Cursor? Ah ne, doch. Doch, Cursor sieht man. Oder nicht? Ne, Cursor sieht man gar nicht. Ach, habe ich hier total vergessen. Cursor, ja, doch. Moment, oder? Ja, Moment. Ne. Ach, komm. Moment, ich stelle gerade den Cursor mal rein. So, jetzt, genau, jetzt seht ihr den Cursor. Woo! Den hab ich total vergessen. Entschuldigung. Ich bin das noch gewohnt von WoW und Diablo, das auszublenden. Aber gut, macht ja nichts. Nee, also nochmal, das wäre, fände es langweilig, wenn ich jetzt hier habe ich jetzt ein Wohngebiet, hier habe ich dann Gewerbegebiet, keine Ahnung. Hier hinten habe ich irgendwie Müll und alles, Stromerzeugung. Das ist langweilig. Das hat doch überhaupt nichts Individuelles. Vor allem, was ich ja blöd finde, ist, wenn ich dann halt hier alles so habe. Alles wirklich so, das machen die ja dann nur zusätzlich. Dann das ist das Wohngebiet, das ist dann alles so. Das ist dann komplett so. Das sieht langweilig aus, Entschuldigung. Das hat doch nichts Individuelles. Geht doch mal in deutsche Großstädte, wie sehen die denn aus? Die sind individuell. Da hast du Kurven, da hast du Abzweigungen, da hast du dies, da hast du das, da hast du kleine Straßen, große. Das ist doch scheiße. Wenn ich das alles gleich habe. Das ist doch überhaupt nichts Individuelles. Da hat die Stadt auch gar keinen Charakter. So viel dazu. Okay, Wohnung wollt ihr haben. Gönnt ihr haben. In welche Richtung bauen wir denn jetzt? Oh, das müssen wir auch mal ändern hier. Ich da runter verfrachten. Ich auch mal gucken. Ich habe jetzt... Achso, das sehe ich jetzt gar nicht. Noch nicht. Ich habe ja hier hinten... Wie sieht denn das da aus? Oh, da müssen wir nachher was tun, oder? Ist aber weniger Wasser hier hinten. Oder täuscht das gerade? Gute Frage, mal schauen. Uah, das sieht ja wirklich eklig aus. Okay, gut. Das wird sich hoffentlich mit der Zeit alles beheben. Das heißt, wir müssen intelligente Leute haben und so weiter. Müllverbrennungsstatus haben wir noch nicht. Wie viele Einwohner haben wir? 3,6. Gut, okay. Kann ja nichts passieren. Zup, 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 zup. Ich ziehe jetzt einfach mal hier ein bisschen runter. Also ein bisschen langweilig wird das halt jetzt noch werden. Wobei das auch Quatsch ist. Ich versuche ja auch mit Erzählen und so weiter. Also ein bisschen... Also ein bisschen... lustiger zu gestalten, beziehungsweise informeller, wie auch immer, ihr wisst ja, was ich meine. Apropos, was hier? 10.000, ich glaube, du spinnst. Hier, Tennisplatz. Zack. Was ist mit der Grundschule? Grundschule? Ach nee, was, denn Verkehr?
Genau, sowas habe ich auch noch nicht. Die Kohle hätten wir zwar. Überlege ich, ob ich das machen soll. 30.000 ist schon eine Hausnummer. Ich muss ja hier noch, genau. Wohnungen sind alle da. So, die kriegen auch jetzt. Können das schon mal hier ein bisschen vorbauen. Ah, ist doof hier den Krempel zu bauen. Gedeckt, da muss ich da nicht mehr dran denken. Da Wasser ist noch da, Strom ist auch noch da, Müll haben wir ja genug. Okay, das liegt wahrscheinlich da, weil es Nacht ist. Achso, ein Friedhof. Die Friedhof haben wir da. Jetzt soll ich noch einen zweiten bauen? Komm, bauen wir einen zweiten. Na? Ah ne, halt, Moment. Da muss ich dann hier und hier. Wo ist denn der Friedhof für die Gesundheit? Genau. Hatschu. Und das neben dran. Das macht nicht irgendwie mal Sinn, das schön zusammenzubauen. Das ist sich freuen. Durchschnittsgesundheit 71%. Muss gesteigert werden. Ja, okay, gut, dann muss eigentlich. Kostet dann alles wieder Kohle und dann fehlt es nachher. Was hat man? Plus 2,4. Das ist eigentlich nicht viel. Kriminalitätsrate ist jetzt nicht hoch. Eigentlich müsste hier unten noch eine Polizei hinkommen. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Was muss eigentlich nochmal passieren, dass die alle. Dass die zur nächsten. Achso, das geht. Ne, die sind ja schon am höchsten. Das hier fehlt. 7500. Jetzt könnte man. Oh, Wohnungen wollen so ganz viel. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Scheiße, das ist voll im Weg. Ach, den muss ich abreißen. Der ist im Weg. Hallo? Schaltkleister. Scheiße, der ist nicht leer. Der muss da weg. Der ist falsch. Was ist denn da drin? Boah, das ist jetzt... Oh, wegen einem einzigen. Ey, ich hab doch... So, der muss da weg. Da kommt nämlich eins oben drüber. Wo war Gesundheit? Blop, blop. Das soll ja hier noch irgendwo so eine Ordnung haben. Hier. Hier. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt... Was ist das? Ach, ein Stein. Ah, okay, das ist... Kleiner Hügel. Ah, ne, weil es runter geht. Ah, ja, okay, ich sehe es gerade. So eine Delle ist hier. Ne, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt zusehen, dass ich hier die Einwohnerzahl auf 7 pushen kann. Damit wir einfach, damit wir den anderen Krempel da bauen können. Dann können wir die großen bauen. Okay, brauchen die Hilfe. Brauchen wahrscheinlich Hilfe. Komm, jetzt. Ah, da muss ich auch. Soll ich das da hinten dran bauen? Eigentlich muss es da hinten dran. Damit es ein bisschen mehr beisammen bleibt. Da. Gefälle zu steil. Oh, natürlich. Das heißt. Wir bauen jetzt hier was hin. Geht das jetzt wenigstens? Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Nicht den da, den da. Wieder. Gefälle zu steil. Okay, dann muss es hin. Dann muss er halt dahin. Kann ich es nicht ändern. Das Müllproblem muss aber beseitigt werden. Wohnungen. Wir pushen das hoch auf 7.500 Einwohner. Was eigentlich lustig ist, weil es immer so dezentes Doppelte. Also dezent ist Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Aber wir müssen vorankommen. Und ich will ja eigentlich doch relativ flott irgendwie anfangen, hier bauen zu können, wie ich will. Das da.
hin. Das da drumherum ist egal, das können wir sogar so lassen. Die kleinen Gewerbedinger ist eigentlich auch nicht so schlimm. Aber das hätte ich von Anfang an. Ja, das war natürlich total blöd. Hätte ich anders bauen müssen. Naja, gut, okay. Müll, 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 Müll. Müll über die Auslastung. Okay, die fangen jetzt irgendwie an, richtig Müll zu produzieren. Was haben wir? Speicher. Kapazität. Tschüss, einiges. Die Müllwagen sind fleißig am Fahren. Industrie wollte nix. Okay, jetzt ist schon wieder Ruhe. Jetzt sind wir bei 4. Mann, die kommen ja gar nicht hinterher. Stau? Zumindest nachts jetzt nicht. Wir sind jetzt wahrscheinlich. Nee. Oh, es regnet. Regnet es hier? Tatsächlich. Jetzt müssten wir schön sehen, dass es regnet. Gar nicht gesehen. Ich bin gerade, ich dachte mir so, was ist denn da so komisch verschwommen? So grisselig? Ja, dann ist es der Regen. Schön. Wo sind die Müllwagen? Nicht übel. Oh, der leert sich. Der ist es voll. 15. Aber Müll irgendwas. Budget geändert? Nee, ist alles normal. Da könnten wir auch noch diverse Sachen schrauben, aber da habe ich erst halt gerade überhaupt keine Lust. Weil wir brauchen die Kohle ja. So. Ui, das ging aber ganz schnell wieder hoch. Die da nicht irgendwas haben. Schule, Feuerwehr, Polizei. Okay. Okay, hier unten muss hin. Ja, ich glaube, ich muss doch wirklich hingehen und noch. Ich überlege echt gerade, ob ich jetzt hin weiterbauen soll. Eigentlich sieht es gut aus. Ne, komm, ich mache jetzt das hier. Ich baue das jetzt. Und jetzt gibt es hier. Wie mache ich denn das jetzt? Von welcher Seite mache ich denn die Haltestelle? Okay, ich mache einmal hier lang. Nur das so. Die allererste. Die geht einmal drumherum. Ich überdenke das ja so nicht so direkt. Einfach mal im Kreis. Einmal um den sogenannten Block. Da und da, zack, das war der erste Streich. Der zweite stirbt zugleich. Ja, ich mache das jetzt wirklich mal ganz simpel. Das ist ja, das ist der Vorteil natürlich bei der Bauweise. Man hat es in dieser Hinsicht ziemlich einfach. Weil man hier eigentlich wirklich so die Sachen machen kann. Das gleiche kann man dann, also das ist jetzt die, ich mach das jetzt, Moment, wo ist er? Mach das ja jetzt alles in der, vertikalen und das, also vertikal hier und das gleiche kann man auch in der horizontalen dann machen. Das heißt, jetzt haben wir die zwei hier. Lass ich jetzt gerade mal außen vor. Ja, hier sieht es ein bisschen blöd aus. Weil jetzt ist die Musik so laut. Audio. Musiklautstärke von 30. Meine Musik ist zwar schön, aber so laut sollen sie dann auch nicht sein. Immer noch so laut, oder? Ist leiser. Nochmal leiser. 3, 28. So. Okay. Ich muss gerade verarschen. So. Schon besser. So, machen wir aber weiter im Text. Wir brauchen die Teilchen. 26 werden schon befordert. Entschuldigung. Mal hier. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier mit denen machen. Da werde ich das wahrscheinlich. Nein. Falsch. Da. 10. Da.
Da. Dann baue ich hier am besten gleich drumherum. Ist das jetzt hier immer eine große Runde? Dann muss ich noch die Wohngebiete irgendwie hier reinführen können. Ne, so lang. So lang. So lang. Was ist das jetzt von der Seite? Das, ist nie an. Ah ne, da kann ich ja gar nicht. Ah, so rum war das ja. Doch, es war doch richtig, das ist die Straße hier, oder? Ach, die fahrt in die Richtung. Da kann ich rein. Dann fange ich hier an. Hier. Ja, komm, dann machen wir jetzt irgendwie durcheinander hier. Einfach damit das irgendwie alles so ein bisschen verbunden ist. Dann haben wir eine Straße gemacht. Jupp, hab ich. Nee, da will ich nicht rüber. Da lang, da lang. Da. 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 Ich kann ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt hinklatsche. Darüber, genau, da kann ich jetzt rüber. Wo ist er da oben? Genau, dann können wir auch hier hinter gehen. Genau, dann können wir das jetzt so ein bisschen gestalten. Ne, komm, dann gehen wir gleich hier hin. Und hier dran, dann haben wir das jetzt so miteinander verbunden. Die da unten lasse ich jetzt erst mal außen vor. Gott, wie lange regnet das denn? Regnet da Jahre. Haben nicht genügend Arbeiter, oder? Oder? War doch Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter, oh Gott. Wow, ja, dann müssen wir halt noch mehr bauen. Ja. Da. Nee, halt. Erstmal hier. Hier. Dann mache ich jetzt einfach mal so einen Cut. Haben die nicht da oben schon Strom? Nein, da noch nicht. Das brauchen sie auch. Brauchen sie auch gar nicht richtig abreißen. Ist hier ja nicht notwendig. Da rausbauen. Und jetzt dran. Muss ja nicht alles so symmetrisch sein. Hier da unten schon Strom. Die haben Strom. Dann kann ich doch jetzt hier die Straße hinmachen. Das ist ja dann kaputt. Aber nix. Preis ist auch, oder? Ja, verbunden sind sie. Dann machen wir doch einfach die Wohnung hin. Da können wir aber eine Straße noch gleich bauen. Ah, das war doch richtig. So und so. Dann kann man auch hier nochmal Wohnungen hinklatschen. Strom ist ja dann da. Weg. Das auch, das auch, das auch. Und alles weg. Schön. So gefällt mir das. Die haben aber jetzt weiter Strom. Genau, Wasser ist noch, Strom ist noch da, Wasser ist alles noch da. Mit dem Müll ist gerade echt irgendwie, bleh. Das will ich hier nicht hinklatschen. Wie kriege ich das jetzt hin? Was ist denn mit dem Müll da los? 61%. Ziemlich viel. Ich will noch mehr deponieren vielleicht. Irgendwie muss ja da was passieren. Da kommen die nicht durch? Eigentlich müssten die ohne Probleme durchkommen. Naja, gut. Wir machen jetzt erstmal hier weiter im Text. Das passt natürlich nicht. Das heißt, das da abreißen und neu bauen. Ja, jetzt sind sie halt ab. Okay. Ah. So.
jetzt rüber. Bis dahin. In die Schwälder. Können wir das hier auch überall voll klatschen? Batz. Zählt aber natürlich auch noch Schule hier hinten, oder? Was ist das Krankenhaus? 2, okay, das brauchen wir dann nicht. Das ist genug da. Da sind 2. Da sind 2. Reicht eigentlich auch. Das reicht auch. Die Linien haben wir. 3, oh, 315 schon. Wow. Wir gehen auf die 4.500 Einwohner zu. Ich steig gerade. Haben wir geknackt. Läuft einwandfrei. Nee, ich will ja nichts drüber bauen. das müssen wir aber jetzt irgendwie ein bisschen. Ja. Was haben wir denn da für ein Krempel? Kreisverkehr, nee, wollte ich eigentlich nicht. Sunken Blazer. Was für ein Krempel? Ach, guck mal, im japanischen Garten. Ich liebe eigentlich. Schade, dass wir hier keinen haben. Schade, schade, schade. Jetzt muss ich doch hier außen hinbauen. Dahin. Können wir hier auch gleich einen hinbauen? Fehlt da hinten was? Nee. Tja, aber jetzt habe ich hier wieder das mit dem Müll. Das ist jetzt gerade irgendwie schon übel. Apropos, ich muss uns noch rausbringen. Wenn wir schon gerade davon reden. Das wird nichts. Sag mal. Wieso habe ich denn so ein riesiges Müllproblem auf einmal? Die Leute sind doch nicht blöd. Echt zu wenig davon. Scheinbar. Schon ein Problem. Müllberge. Ich will aber hier hinten nichts, eigentlich nichts hinbauen. Hm. Oh. Was? Einrichtung leer. Heute ist jetzt leer. Achso, okay. Oh, 91 Nachrichten. Das habe ich ja ausgestellt, stimmt. Nervt halt einfach nur irgendwie. Klicken wir die mal weg. Ja, 90 sind es jetzt nicht. Was machen wir dann jetzt? Jo, okay. 4,9 zu. ...105.000, ja, die wollen immer noch mehr. Ja, dann gibt er halt noch mehr. Machen wir hier das voll. Das dann noch. Dort. Die paar da. Jetzt haben wir hier, was man bauen kann. Park mit Bäumen. Groß. Yay! Geschäftige Kleinstadt. Einzigartige Gebäude, Richtlinien, Tourismus, Öl. Ah. Ah, jetzt haben wir ganze Straßen. Was haben wir hier? Schaltet frei. Den Busbahnhof kapiere ich irgendwie auch nicht. Ah, die Hauptquartiere, genau. Skateboardpark. Können wir doch dann einfach hier vorne hinbauen. Ich habe zwar jetzt keine Spezialisierung dafür, aber. Was ist das Ding? 4000. Wir haben es doch. Zack. Oh, scheiße. Natürlich auch voll daneben gebaut. Super, wir haben es ja. So, jetzt auch wieder Stoff hier. Glitzert alles nass. So, eigentlich deswegen so glitzern oder so leuchten. Weil alles nass ist. Ach ja. So, haben wir die 5000 haben wir geknackt, 7,5 brauchen wir, dann können wir endlich mal die großen Sachen bauen, ne? War doch richtig hier. Ja, 7,5, wir können auch Büros bauen. Unproduktiven Scheiß. Was sind die Büros genau? Das waren die großen Gewerbe, genau. Dann geht's richtig, also wenn man das bauen kann und eine gute Basis hat, mein lieber Schwan, dann steigen die Einwohnerzahlen, wenn man es richtig macht, aber rapide an. So, mit Müll hat sich ja hoffentlich jetzt erledigt. Ja, was brauchen wir denn jetzt? Verstorbene Aufbauwart, hui. Da brauchen wir mehr. Oberschule, über 1000 haben wir mittlerweile.
Dann kann ich eine Uni bauen. 10, ha? Ach, dann alles mit 7,5. Qualitätsrat ist jetzt nicht so hoch. Da müsste vielleicht da hinten dann nochmal eine hin. Die Feuerwehr ist natürlich jetzt nicht so doll. Feuerwache. 10.000, komm. Das ist mir mein Industriegebiet dann doch irgendwo wert. Oh ja, das bringt einiges. Oh, gleich mal 10% weniger. Mein lieber Schwan. Qualitätsrate. Gesundheit. Und Auslastung. 40%. Das brauche ich ja nicht. Einmal, keine Ahnung. Ich kann mich nie erinnern, dass ich das gebraucht hatte. Tja. Das ist auch genug. Ja, okay, gut, da runter. Warum sind sie was? Eigentlich sind die nah genug dran. Jetzt stellt euch mal nicht an. Busverbindung da hoch. Das ist gut, okay. Von den Sachen baue ich so alles noch nicht. Das kommt noch. Autobahn mache ich. Baue ich jetzt auch noch nicht. Das ist alles zu früh. Oh, hier baut sich ein bisschen. Ui. Soll ich hier eine Einbahnstraße machen nach außen? Ne, da habe ich glaube ich die Buslinien. Ja. Das wäre eigentlich schon doof. Aber eigentlich müssten wir zwei Einbahnstraßen machen nach rechts, damit die hier durchfahren können. Das kann ich auch nicht bringen. Natürlich ziemlich viel. Das wird noch ein Nadelöhr werden. Aber das ist irgendwie auch bei der Programmierung von diesen Routen. Moment, geht. So. Das ist aber auch manchmal sowas, dass ich irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber mir ist irgendwie manchmal aufgefallen, dass die sich keine, dass die dann keinen anderen Weg suchen. Weil die suchen sich meines Wissens immer noch irgendwie, also die Fahrzeuge immer noch irgendwie den kürzesten Weg, so. Das heißt, wenn hier alles verstopft ist, wenn die hier nicht vorankommen, dann bleiben die hier stehen. Anstatt dass sie weiterfahren, sagen, okay, man fährt hier irgendwie drumherum, das machen die da nicht. So wie man es normal machen würde. Wenn man weiß, okay, da und da ist Stau, dann umfahre ich das und man sieht, okay, ich komme nicht voran, dann fährt man woanders lang. Das machen die halt nicht. Das wäre natürlich ideal. Das wäre natürlich A, realistischer, und B, einfach auch irgendwo logisch, weil alle den gleichen Weg. Die Menschen machen das ja auch nicht, auch wenn sie blöd sind. Es gibt genug Deppen, natürlich, klar. Die meisten machen es irgendwo, aber es gibt auch genug, die das nicht machen. Nur hier macht es halt, gar keiner. Das ist halt die Frage, was man da machen muss wegen der Programmierung, damit das ja anders läuft. Werde aber sowieso nochmal überlegen, das mache ich vielleicht auch jetzt. Komm, wir haben die Kohle. Oh, wir haben knapp 6.000. Wow, haben wir es ja fast. Vielleicht kriegen wir es ja in dieser Aufnahmesession noch hin. Abfahrten kann ich ja jetzt machen. So, dass ich eine Abfahrt mache, die Sub wieder da hinten lang führt. Ach nee, da muss ich ja... Ach nee, das hab ich, habe die Parzelle noch gar nicht gekauft. Dann ändern wir das jetzt mal. Kaufen. Was kosten die Dinger eigentlich alle? Kauf. Ach, die kosten ja nichts. Ich kann ja nur zwei kaufen. Hehehe. Okay, gut, macht nichts. Jetzt kann ich aber hier Abfahrt bauen. Überlege ich gerade, ob ich nicht schon hier eine Abfahrt mache. Zweite Abfahrt. Ich glaube, das mache ich mal. Ich mache von hier eine Abfahrt. Eine zweite. Ich mache das ja immer gerne. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt groß was hilft. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich das Ding jetzt umsonst gebaut. Weil sie eh alle da lang fahren.
Das wäre es. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Hier vorne staut sich's ohne Ende. Aber es würde jetzt irgendwie keiner hier lang fahren, weil der Weg zu lang ist. 100 Pro. Weil das hier ist ein viel längerer Weg und sie sind nicht gleich hier vorne. Ja. Wundert mich nicht. Weil das würde hier so viel Verkehr wegnehmen. Hey, fährt keiner lang. Dann kann ich sie wieder abreißen. War die Kohle umsonst. Aber gut, im Moment haben wir sie ja. Im Moment tut's nicht weh. Ich weiß gar nicht, was gekostet hat. Kann ich den Crap wieder abreißen? Meine Überlegung ist jetzt, was mache ich mit einer Auffahrt? Wo bringe ich die Auffahrt hin? Reise ich hier was ab? Irgendwie, dass sie hier reinfahren können? Ich glaube, das werde ich sogar wirklich machen. Dass ich sage, okay. Wir tun das Ganze hier, die Zonen. Das da wird abgerissen. Und dafür wird das irgendwo anders nachgebaut. Und zwar hier vorne. Zumindest, ja doch, den Platz haben wir ja hier. Bauen wir das jetzt hier nach. Na komm schon. Zack. Hoffentlich gibt das keine Probleme. Da kommt ja jeder nochmal was hin. Jetzt machen wir aber hier die Abfahrt. Hier hin. Jetzt kommen wir. So, und jetzt können wir von da ab. Können wir dann jetzt das Ganze nochmal irgendwie ans Straßennetz anschließen. Einmal so und einmal so. Und drumherum können wir dann nochmal Industrie bauen, beziehungsweise machen hier vorne Industrie hin. Ja, das hilft jetzt richtig. Das hilft. Jetzt fahren sie nämlich schön da ab. Zumindest die, die dann direkt dahin fahren. Und schon sieht das ganz anders aus. So soll das sein. Wir haben 6.200, 100, wird weniger. Ja, okay, gut, weil ich die abgerissen habe. Ey, das mit dem Müll kotzt mich gerade ziemlich an. Ey, wo ist das Problem? Himmelarschenswirt. Gibt's doch gar nicht. Ich... Hier. Da müssen wir hier noch was machen. Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Problem? Ach, hier habe ich ja eine Einbahnstraße. Die müssen ja oben lang. Stimmt ja. Ja, okay. Jetzt sollte das dann vielleicht besser sein. Mal kurz was anderes gucken. 561 Passagiere und 15 Touristen immerhin. Taxen könnte ich eigentlich auch noch bauen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Jetzt schon. So, ah, oh, das ist so schön, wie sie da durchfahren. Ist zwar, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber hey, was soll's. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. So, das heißt, wir... Machen weiter im Text. Ja, das begrüne ich jetzt aber schnell, komm. Das kann man ja wirklich schnell machen. Ne, begrünen ist er dann jetzt hier. Machen wir denn da... Sowas hier. Das haue ich jetzt aber hier während der Session hin. Das dauert jetzt wirklich nicht lange und da kann ich ja so nichts hinten nicht zwischendurch hinbauen. Ach, ich freue mich jetzt so, wenn ich damit endlich anfangen kann hier. Banal gesagt, kreuz und quer zu bauen, weil ich werde da bei vielen Dingen werde ich gar nicht wirklich überlegen. Die werde ich erst einfach mal bauen. Super, jetzt ist alles dunkel, jetzt sieht man nichts. Die Bäume lasse ich auch alle in der alle die gleichen. Einfach das mal. Ja, ich werde einfach, das werde einfach mal bauen. So wie ich es in der Vergangenheit auch gemacht habe. Ich habe einfach gebaut. Und wenn ich mir die Stadt so angucke, ist eigentlich schön. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber genau das macht das ja. Das ist ja der Charme, das Ganze. Das sieht dann einfach schön aus. So geschwungen alles hier und da, da was gebastelt, da was gebaut. Mein Gott, dann hat man da Ewigkeiten rumgemacht, hat das im Nachhinein noch 30 Mal verändert. Das ist dann ähnlich wie in einer wirklichen Stadt. Da wird ja über Jahrzehnte, wenn er dann viele, viele Ecken, Straßen ändert, wird alles irgendwie geändert. Sag mal, wo zum Teufel? Jetzt habe ich echt das Müllproblem. Das gibt's nicht. Mülldeponie-Auslastung. Ja, schön. Ist mir jetzt egal. Jetzt wird das Ding hier hingebaut.
gibt's doch gar nicht. So ein Problem kann das doch gar nicht sein. Ich verliere eiskalt jetzt die Leute, weil ich ein Müllproblem habe. Das habe ich noch nie gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch hier nicht alles voller Müll über ihn pflastern. Oder ist es wirklich einfach total an den falschen Stellen? Okay, ich habe da Einbahnstraßen. Ah ne, halt, komm. Hier noch eins. Ja, das sehe ich schon, das wird das Problem gewesen sein. Na, da kann ich nicht. Also, ja. Ich sehe schon, das werden die Probleme sein. Das am Anfang lassen wir. Okay, gut. Ja, jetzt löst sich's peu à peu. Die da hinten haben einen langen Weg. Okay, jetzt haben sie mal mehr Möglichkeiten rüberzukommen. Müssen wir echt gucken. Ja, okay, jetzt steigt die Einwohnerzahl auch wieder. Ja, okay, das merkt man schon. Das hat's, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab schon gedacht, das kann's doch nicht sein. Oh, gute Bilanz. Wir gehen auf fast 7.000 zu. Nett. Nett. Ampeln haben wir nirgendwo welche, genau. Okay, so langsam löst sich das Problem. Langsam, aber sicher. So, wer hat jetzt da noch diesen Müllproblem? Da hinten, okay. Aber hier hinten will ich besser wirklich nichts hinbauen. Ah, okay, Müllwagen ist da. Das heißt, ich muss die von hier hinten natürlich dann verfrachten. Das heißt, Entleerung stoppen. Nee, du musst entleert werden. Die hier hinten sind eigentlich dann idealer. Ui, ja, und schon haben wir wieder 6200. Wir haben's bald. Vielleicht kriegen wir es wirklich in dieser Session noch hin. Wasser ist noch genug da. Oh, Strom ist wieder am Ende. Wobei, der Kohle ist mir echt egal. Solange ich noch nicht die anderen Dinger bauen kann. Was haben wir da? Das Ding hatte ich mir mal runtergeladen. Genau, 22.000. Was kostet das Ding? Ist schon so billig. So, krank. Gesundheitswesen, Verfügbarkeit. Oh, jetzt brauchen wir hier. Scheiße, bereits belegt. Das heißt, wir reisen die Straße hier Seite ab. Geht immer noch nicht. Leckt mir am Ende. Jetzt auch. Straße. Straße. Scheiße, jetzt habe ich ja Bus kaputt gemacht. Da kann man rüber. Jetzt haben wir erstmal wieder das hier ganz. Bus hier. Okay, das hat sich dann selber neu geordnet. Naja gut, okay, was soll's. Ah, da sind zwei. Ja, okay, gut, dann geht's halt immer im Kreis. Das ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir ein großes Krankenhaus. Und zwei kleinere. Das sollte reichen. Sollte auch für später reichen. Wenn, dann können wir die abreißen. Das glaube ich aber nicht. Aber wenigstens da mal ausgesorgt. Friedhofsauslastung 15%. Auch in Ordnung. Das scheint sich gelöst zu haben. 25%, 7%. Eigentlich immer noch zu hoch. Okay, gut, ich muss hier unten dann neu machen. Okay, hier oben muss ich einfach jetzt so ein Teil hinsetzen. Setzen wir das denn hin? Ja, okay, das hilft schon mal einigen. Warum das hier vorne nicht hilft, weiß ich nicht, aber. Hier unten muss eine hin. Ah, die kommt am besten dahin. Für die Wohngebiete brauchen wir eigentlich so die großen nicht. Jetzt können wir aber hier wieder zwei Klötze hinbasteln. Die Leute wollen so neben Scham. Das hier runter. Hier. Da, genau. Ah, diese Blockbilder. Ich bin so froh, wenn ich das endlich fertig habe. Ne, da brauche ich erstmal nicht. Das hier können wir aber mal einrahmen.
Müll war hier, genau. Okay, nee, da kann ich hier zumachen. Ach. Da. Dann kann da notfalls immer noch eine hin. Aber diese Übergänge müssen einfach sein. Das nicht? So ist hier eigentlich eine Einbahn. Wieso sind hier Einbahnstraßen? So doof. Ich habe gar keine Einbahnstraßen gebaut. Toll. Ah ne, es sind ja gar keine. Ich wollte gerade sagen, hä? Wollte ich jetzt veräppeln? Ja, aber das doch. Nee. Hä? Wieso macht er hier eine Einbahnstraße? Hä? Okay, gut, ist doch kein. Ich wollte gerade sagen, das sah gerade sehr, sehr merkwürdig aus. Hä, wie so Einbahnstraße? Wir können aber hier mal Werbe hinmachen, ne? Damit die da unten wieder was haben. Wasser. Ne, ist alles vorhanden. Die da unten könnten irgendwie glücklich sein. Könnten nochmal hier gucken. Ich brauche echt mehr von so Sachen. der kommt dann dahin. Hier oben fehlt, dann kommt da was hin. Hier unten fehlt auf jeden Fall was. Das heißt, hier kommt was hin. Hilft das schon mal? Ja, das hilft schon mal. Dann kommt da noch was. So, Grundstückspreise sind sehr wichtig. Da muss man wirklich aufpassen. Die sind soweit zufrieden. Das wird echt lustig, wenn wir jetzt, wenn wir dann jetzt anfangen können, die, wie heißt's? Die, großen Wohnungen zu bauen. Und Gewerbe. Also hier. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Oh, 6-6, bald haben wir's. Das wird sehr lustig. So, jetzt überlege ich halt, wir könnten eigentlich den Scheiß darunter verfrachten. Je weiter wir das rausbringen. Apropos, Wasser ist noch genug da. Strom aber bald nicht mehr. Okay, nächste Strom, Kohle ist ja da. Aha, zweideutig. So, das Krankenhaus ist hier am Schaffe. 8 von 500. Was sind das? Die anderen beiden. So. 14 von 100. Das andere ist irgendwo hier unten. Ist da? Ich sehe das gar nicht. Da ist es. 15. 7. Behandlungspatienten letzte Woche 1. Ey, dafür habe ich ein Krankenhaus gebaut. Ein Riesending. Ne, Krankenhaus. Wie heißen die Dinger? Die Arztpraxis. Ja, okay, gut. Dann wird da kleiner, aber feiner Unterschied. Oh, da ist aber jetzt viel los, hä? Gesundheit. 15%. Ah, wir haben. Ach, die haben ja 3000. Oh, die haben ja 3000 Auslastung. 3000 pro. Das sieht auch besser aus. 20 nur noch. Das ist hier hinten alles. 7%, da haben wir 2. Da hinten kommt nachher noch irgendwas hin. Da ist ausreichend da. Da ist auch ausreichend da. Ja, eigentlich muss hier unten auch noch eins hin. Cool. Nie gehabt. Geil. Quality of Life Changes. Schön. Finde ich gut. Gefällt mir. Das wäre auch alles in Ordnung. Oh, aktiv, inaktiv. Ne, ist alles aktiv. Skatepark. Jetzt besuchen. 18 schon. Letzte Woche. Oh, das sieht cool aus. Sieht schön aus. Und da sind die Leute am Skaten. Das ist doch lebensgefährlich, wenn das so klatschnass ist. Da brichst du ja doch die Knochen. Da rutschst du doch nur aus. Sieht man da jemanden? Ah ja, da. Sind ein paar. Haben sie schön gemacht. Man sieht richtig, wie nass das ist. Ja, und dann. Ah, hier bei dem Licht. Das sieht schön aus. Haben sie schön gemacht. Es gibt ja wirklich welche, die haben Städte nachgebaut. Und haben dann aus bestimmten Winkeln Bilder geschossen. Also natürlich ohne das Interface zu sehen. Sieht teilweise wirklich echt aus. Wenn man das nicht weiß, dann denkt man echt urgeil. Oder, ne? Aber. Ah, das finde ich schön. Das hat sich wirklich gelohnt.
Ist zwar blöd, wenn man dann hier immer alles abreißen muss, aber das hat sich definitiv gerechnet. Vor allem, weil hier das Ganze frei ist. Dann halt auch alles Mögliche fahren kann. Was macht der Busverkehr? 643. Gut. Wie viele Busse sind das? 21. Jetzt kapiere ich aber das hier nicht. Der Busbahn ist ein Knotenpunkt für den Busverkehr. Hier starten oder beenden Bus bzw. reisen ihre Routen. Moment, gehen. So. Dann bin ich schon wieder. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Das heißt, ich baue zwei verschiedene und die Busse fahren. Hä? Also wenn mir das einer erklären kann, dann wäre ich sehr viel. Ich habe das noch nie nicht kapiert. Auch im letzten im in der letzten Season habe ich das nicht kapiert irgendwie. Ich habe aber auch nicht mehr nachgelesen, weil ich hatte ja dann unmittelbar danach aufgehört. Also wenn mir das einer erklären kann, wie das funktioniert, ab damit in die Kommentare. Bin ich sehr, sehr froh drum. Jetzt überlege ich gerade, ich müsste ja eigentlich diese Linien erweitern. Kann man die erweitern? Das macht er aber nicht das, was ich will. Wenn ich jetzt das hier wegklicke. Ich das dahin. Mache ich die weg? Nee, das bringt nichts. Mach mal das jetzt. Ich will ja hier drum herum. Nee, das ist Quark. Nee, ich will ja nicht im Kreis. Das ist jetzt was, was ich nicht kapiere. Wieso macht er jetzt hier im Kreis? Ich die jetzt wegmache und die wegmache. Ah, so rum. So wird ein Schuh draus. Gut. Genau, jetzt haben wir das Ding verlängert. So wie es sein soll. Gut. Deshalb bleibt alles in der Mitte. Mal überlegen. Immer noch Müll oder wieder Müll. Ja, aber wieso denn? Es ist Nacht, okay. Okay, das passiert wegen der Nacht, da nichts ist. Oh, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Wo hängt's denn jetzt schon wieder? Das ist echt übel. Das ist extrem übel. Ist mir jetzt scheißegal. Ist mir jetzt gerade wirklich scheißegal. Das gibt's doch einfach nicht. Hier will ich eigentlich wenig Wasser nichts hinbauen. Mache ich auch nicht. Außer wenn es hart auf hart kommt. Immer noch Nacht. Jetzt im Einsatz oder nicht? Leert sich. Okay, ich weiß warum. Scheiße. Weil das Ding hier vorne voll ist. Okay, dann kommt jetzt hier doch noch eins hin. Aber im Abstand. So, sieht schöner aus. Ja, stellt euch nicht so an. Ach komm. Ist. Gleich voll. Irgendwas leer. Das muss man eigentlich leer machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht abreißen. Ist da hinten eigentlich ziemlich. Unnütz. Yes. Ah, oh, schön.
abgerissen, weil das brauchen wir da nicht. Da ist es hier hinten sinnvoller. Es tut mir leid mit dem hier unten. Nee, will ich nicht abreißen. Tut mir leid mit dem hier unten, aber 38%, 41, 73. Boah, 13, 60. Ach du Scheiße, was ist das für eine Müllproduktion? Strom ist noch genug da. Gibt's ja gar nicht. Was produzieren die denn so Massen an Müll? Wie soll das denn nachher werden, wenn ich dann erst, ja, genau. Was ist das denn hier unten? Klatscht hier noch so ein Teil hin. Dann machen wir die Straßen drumherum. Tun wir das hier ein bisschen abkapseln. So genau. So, und da drumherum. Ne, hier nochmal. So, und da drumherum tun wir jetzt irgendwas pflastern. Nee, ach, ich hab ja so nix, ne? Nee, hab ich nicht. Dann. Mal grün hin. Wird wahrscheinlich eher alles kaputt gehen, aber. Was soll's. Hier. Und ja, was glaubt ihr nicht, diese Bäume helfen, bringen wirklich was. Die reduzieren zum Beispiel auch den Lärm ein bisschen. Ach ja, war das in der alten Stadt, in der ersten Stadt so schön. Wobei ich da stellenweise wirklich zu viel hatte. Also ich habe ja alle, so ziemlich, ich habe ja in manchen Gebieten, habe ich ja alles voll gehabt mit Bäumen, wo es nur ging. War eigentlich auch ganz cool, aber auf Dauer war es dann doch irgendwie so, ja, weiß nicht. War dann doch zu viel. Aber es sah schon cool. Es geht ja dann doch irgendwie auf die Rechenleistung. Ich habe ja nicht einen High-End-Rechner. Aber es sah schon cool aus. Also das muss man fairerweise sagen. So. Das heißt aber, das lassen wir hier. Ey, wie viele Dinge habe ich denn jetzt? Deponie, wo ist ein Müll? 48.000 Kapazität und wir haben fast 20. Wir haben schon fast die Hälfte. Ich bin, das Ding ist echt notwendig irgendwo. Aber wir kommen gerade nicht dahin. Das ist echt übel. Hm. Gut, hier kann ich ja vom Prinzip drumherum bauen. Grundstück. Ja gut, da ist ja niemand. Wasser ist auch noch genug da. Strom war ja noch. Genau. Oh, wie viele Dinge da hinten stehen. Immer mal so durchgucken. Gesundheit. Durchschnittlich 83%, das ist schon mal ganz gut. Und 19% ist sogar gesunken. 7%. Oh, wir brauchen definitiv Polizeihauptquartier. Wo ist das Ding? Kann man das da hinbauen? Natürlich wieder direkt nebendran gesammelt. Bestattung 45.000. Was kostet das Ding? 60.000. 1000. So. Ist dann jetzt im Wohngebiet, aber mir egal. Wo ist eigentlich das nächste? Polizei war da unten. Oh. Gefängnisse sind jetzt genug da. Das hat seinen Betrieb aufgenommen. Das heißt, die Kriminalitätsrate ist erstmal um 2% Punkte gesunken. Warum ist da erhöht? Naja gut, okay. Musik nicht verstehen. Okay, das können wir noch, ja. Das können wir noch richtig. So. Oder? Oh ne, das kann auch da rein, das da auch. Ne, 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 ne. Ich will nur die da rein. Genau, weil hier kommen nämlich jetzt dann Wohnungen hin. So. Na, scheiße. Oh, ich bin so blöd. Da doch nicht rein. Och Mann. Ich stelle mich aber auch gerade an. Irgendwo hier. Ah, okay. Oh, cool. Das wächst sofort. Super. So gefällt mir das. Gut. Wir haben die Stunde rum. Ja, aber doch einiges hier geschafft. Viel gequatscht, viel gemacht. Moment, das muss schon mal gehen vorher. Ach, nochmal ausgelassen gegähnt.
Ah, nochmal gestreckt. Es gibt's ja gar nicht. Entschuldigung. Tut mir leid. Oh. Oh. Jesus Maria. So, jetzt aber. Fit in den Tag. Nee, also man hat viel geschafft, viel gemacht, viel getan, viel bla bla. So. Ja. Irgendwas Wichtiges noch? Ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Natürlich, wie gesagt, ihr seid gefragt. Feedback, Wünsche, Anregungen, alles damit, ab rein damit. Am besten, also, ne? Ihr kennt den Krempel ja schon. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Gut, okay. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Schönen Tag noch und tschüss.